Ja, liebe Clip My Horse-Zuschauer, herzlich willkommen. Es sieht zwar nach Urlaub aus hier, aber wir sind dann doch am Arbeiten. Neben mir sitzt ein junger Mann, der gestern auf 5-Sterne-Niveau zum ersten Mal zum deutschen Team im Nationenpreis gehörte. Christian Kuckuck, herzlich willkommen. Hallo. Christian, wir sitzen hier ja, fast wie in Italien im Urlaub. Wir sind zwar in der Schweiz, in St. Gallen, aber es ist ein Traum, oder? Ja, absolut. Ich habe gerade schon gesagt, also das Turnier ist unglaublich schön hier. Das ganze Flair, eine unglaubliche Ruhe, es kommt ganz wenig Stress auf. Man hat fast schon ein bisschen Urlaubsgefühl. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine sportliche Aufgabe hier. Aber es ist natürlich auch mal schön, wenn man die Zeit nebenbei dann auch mal so genießen kann wie hier. Du sprichst das Sportliche an. Wie warst du mit deinem Einsatz gestern zufrieden? Erstmalig auf 5-Sterne-Niveau im Nationenpreis mit 4 und 0. Wie war es für dich? Ja, eigentlich, also ich bin natürlich super zufrieden und super happy. Wäre natürlich blöd, wenn ich damit jetzt nicht zufrieden wäre. Trotzdem, wenn man natürlich dann die beiden Runden nochmal so Revue passieren lässt und dann in der ersten Runde am letzten Sprung wirklich einen Fehler hat und das die einzige Stange war, die man berührt hat im Parcours, dann denkt man natürlich auch nochmal, man war so kurz vor der Doppel-Null jetzt hier. Was uns natürlich auch nochmal, dann hätten wir ein Stechen gehabt um den Sieg gestern, also fürs Team. Aber nichtsdestotrotz bin ich super zufrieden, total happy, also alles gut. Wenn man dich oder euch, deine Kollegen so beobachtet, sei es gestern in der Pressekonferenz, als erst die Italiener interviewt wurden, dann anschließend kamen die Schweizer rein, die Platz 2 belegt haben hinter den Italienern. Die haben sich gegenseitig gratuliert, in den Arm genommen und beglückwünscht. Und auch wenn man euch so in der Morgenarbeit sieht, es ist ein unglaublich kollegiales, freundschaftliches Umgehen miteinander. Oder kommt einem das nur so vor? Nein, das ist absolut so. Also wir haben echt richtig super Team-Spirit hier. Alle 5, nicht nur die 4, die jetzt irgendwie gestern geritten haben. Auch Mario, der ja 5. war, der war gestern bei jedem dabei und hat Tipps gegeben. Parcours abgegangen und dann auf dem Abhalteplatz dabei gewesen. Wir haben uns alle gefreut am Ende über den 3. Platz. Nach der ersten Runde sah es ja noch nicht ganz so aus. Das ist irgendwie unglücklich gelaufen, so ein blöder Start. Aber hat die Null irgendwie dann auch gefehlt. Aber trotzdem haben wir uns dann umso stärker da in dieses Springen zurückgekämpft im zweiten Umlauf, finde ich. Da gehört ja dann auch eine mentale Stärke irgendwo zu, auch in einem Team, nicht nur jetzt einzeln auf jemanden bezogen. Und ich glaube, das ja, macht einfach unheimlich viel Spaß, erstmal in dem Team zu reiten hier. Ich glaube aber auch trotzdem, dass wir in Deutschland jetzt nicht nur wir 5, die hier sind, sondern generell der Umgang ist doch relativ kollegial. Ich meine das jetzt auch Sport. So, auch mit den anderen Nationen. Genau, auch das mit den anderen Nationen. Freundschaftlich. Genau. Das ist ja auch, also ich sag mal, es ist ja nicht jeder Mensch gleich. Man trifft ja auch viele Charaktere, ja. Aber trotzdem kommt man eigentlich unheimlich gut mit allen aus. Also. Jetzt sind wir Anfang Juni. Wie sieht dein weiterer Saisonverlauf aus? Was ist die Planung? Also jetzt kurzfristig ist die Planung nächste Woche in Balve die deutsche Meisterschaft. Und dann jetzt so über das Jahr hinaus hoffe ich, dass ich mich jetzt gestern hier vielleicht nochmal für den ein oder anderen Nationenpreiseinsatz empfohlen habe. Da bin ich mir sicher. Das wäre schön, wenn ich halt nochmal irgendwie Nationenpreis reiten könnte dieses Jahr. Und ein ganz großes Ziel ist natürlich auch Aachen. Ich hoffe, dass dann wünschen wir dir viel Glück, vor allem, dass du und deine Pferde gesund bleiben. Ja. Du hast ja auch die andere Seite letztes Jahr schon kennengelernt, nach deinem Sturz in Aachen. Toi, 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 dass alles gesund bleibt. Ja, liebe Clip My Horse-Zuschauer, Christian Kuckuck, das ist der Shootingstar der letzten Monate. Den sollten Sie in Zukunft im Auge behalten. Viel Spaß. Tschüss.